Visual TV mit dem Samsung Galaxy Note Tablet bzw. Smartphone 5,3 Zoll HD AMOLED Plus Display haben wir hier verbaut und ein Stylus, den man unten reinschieben kann. Leider ist es aber hochbefestigt, deswegen kann ich es euch nur halb demonstrieren. Ich zeige aber gleich das Loch. Hier ist der Platz. Und wenn wir hier schon mal da sind, wir sehen können, unten haben wir Micro-USB-Anschluss natürlich von EU festgelegt. Dann haben wir Lautstärke-Regulierung an der Oberseite, Kopfhöreranschluss und auf der anderen Seite, wie immer rechts oben bei Samsung, der An- und Ausschalter. Und das war es eigentlich von den Anschlüssen. Auf der Rückseite haben wir eine 5-Megapixel-Kamera mit Flash und die ähnliche Oberfläche wie beim S2 auch schon Plastik und leicht rau, damit es nicht aus der Hand rutscht. Und an der Vorderseite haben wir natürlich auch noch eine Kamera zum Skypen und ähnliches. Wir haben hier gerade schon ein Level aufgerufen. Natürlich kann man auch den Finger benutzen, man muss nicht unbedingt den Stift benutzen beim Galaxy Note. Aber ein kleines Feature, das wir auch schon vom HTC kennen, ist, hier ist ein kleiner Knopf eingebaut. Das heißt, wenn wir drücken und hier draufhalten dabei, dann kann man einen Screenshot erstellen und dann beliebig etwas draufschreiben. Wie ihr hier sehen könnt, kann ich jetzt hier eine Blume hin, eine Sonne hinmalen. Oder ich kann eine andere Notiz hinschreiben, natürlich auch löschen. Ich kann sagen, hier, ihr müsst das Video hier unten anschauen. Wie ihr sehen könnt, es funktioniert auch relativ schnell. Dann haben wir, können auch einfach Cancel drücken. Wir müssen es nicht unbedingt speichern. So eine Datei könnte man dann auch gleich verschicken. Ich könnte jetzt das YouTube-Video hier ohne Probleme abspielen, dann ist Android 2.3 eingebaut. Dann kann ich hier natürlich rausgehen. Es gibt viele Spiele und Anwendungen, die extra hier auf dieses auf diesen Stylus ausgelegt sind. Unter anderem zum Beispiel gibt es auch noch ChatOn, das hier ganz neu installiert ist. Das heißt, man kann mit verschiedenen Geräten zwischen iOS, Android, Bada und sogar dem Computer hin und her chatten. Und hier gibt es zum Beispiel dieses Spiel Crayon, wo man einfach hier die ganzen Sachen sozusagen nachfahren muss. Und dann kann man dadurch Punkte gewinnen, wie ihr oben hier sehen könnt. Sterne kriegt man dafür. Und ja, es ist also ganz schön durchdacht hier von Samsung. Fühlt sich nicht allzu leicht an. Es ist relativ groß, wenn ihr anschaut, in der Hand. Aber als Media Player und ähnliches, 1080p kannst du natürlich auch spielen. Es hat leider keinen Micro-HDMI-Ausgang, aber über WLAN kann man es natürlich übertragen. Kann man wirklich viel mit diesem Gerät anfangen. Wahrscheinlich ist ja auch noch eine Full-HD-Demo müsste ja auch noch mit dabei sein. Aber genau, dann kann ich euch hier auch das schöne Display demonstrieren. Das sollte man natürlich lieber am Beinscreen schauen. Wie ihr merkt, ist es auch relativ schnell, was das Umdrehen vom Bildschirm angeht. Und ja, das schaut wirklich wunderschön aus, würde ich sagen. Akkulaufzeit können wir euch leider noch nicht nennen, ist aber ein 2500 mAh eingebaut, wie wir vorhin festgestellt haben, nachdem wir die Rückseite abgemacht haben. Und jetzt schauen wir uns noch hier schnell die Kamera an, damit wir uns ein kleines Bild davon machen können, wie das ungefähr ausschaut, beziehungsweise also wie schnell die Kamera sich hier verhält. Und gerade ist alles schwarz, wir wissen nicht wieso, abgeklebt ist sie nicht. Vielleicht ist sie einfach noch nicht installiert, das ist ja noch ein Pre-Plug-Modell. Ja, und hier die Frontkamera funktioniert, das ist angenehm von der Geschwindigkeit her. Probieren wir nochmal die Rückkamera, jetzt geht sie auch. Und hier könnt ihr sehen, ja, hier der IFA-Stand ist auch gut belebt und der Betrachtungswinkel von dem Display ist auch eigentlich ganz schön aus jedem Blickwinkel. Das war es ja eigentlich auch schon von dem Samsung Galaxy Note Tablet Smartphone von IFA 2011. Mein Name ist Barashka, vielen Dank fürs Zuschauen beim Live-Kauf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.